Sodala, dann gehen wir mal hier in Ryan's Gym. Gehen wir mal trainieren. Hallo, Mister. Ich sehe, dass es dein erstes Mal ist. Okay. Los geht's. Stamina Training. Wie viel Geld haben wir denn? Genug. Okay, auf die Tretmühle. Los geht's. Der erinnert mich an Tingles. Nur die Mütze fehlt. Was muss ich machen? Du hast mir gar nicht gesagt, was ich machen muss. Gut, ich habe den Text ein bisschen schnell weggedrückt. Ich geb's zu. Aber ich weiß es wirklich nicht. Was muss ich machen? Ich habe alles gedrückt. Alle Tasten, die ich zur Verfügung hatte. Verdammt. Poopy, now I have the sad face. Erklär mir halt, welche Tasten ich drücken muss vielleicht. Wie wär's denn damit? Das wäre eine Idee. Ich versuch's mal nochmal. Ah, der L und R Button. Entschuldigung, ich habe nur zu schnell weggedrückt. Mein Fehler. Moment mal. Ich glaube, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Das versuchen wir nochmal, auch wenn es echt viel Geld kostet. Okay, einmal noch, Tingles. Und dann mag ich aber nicht mehr. Wir müssen Premium-Katzenfutter für unsere Katze kaufen. Man muss Prioritäten setzen. Also, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Der hat gerade die Cartridge ausgepustet, bevor er hier das Minispiel spielt. Das ist toll. Okay. Oh, gemein. Ah, schnell! Yeah! Der beste Läufer ever. Maximale Gesundheit erhöht. Ich finde es schön, dass er wenigstens auch so eine Bubwackel-Physik hat, wie die weiblichen Figuren. Das ist nur fair. Muskeltraining. A. Button. Ist Punch. B. Ist Kick. Ah, wir kämpfen jetzt mit ihm. Na gut. Duck with L. Aha. Okay. Schauen wir mal. Okay, das war, glaube ich, nix. Ja! Ah, puh, okay. Muss ich die einsammeln? Nee, die darf ich anscheinend nicht, war mir nicht sicher. Herzen sind eigentlich was Gutes. Ah, da muss ich mich wegducken vor den Herzen. Oh, Gemeinheit. Er hat ein Sad Face, das ist anscheinend kein sehr gutes Training. Versuchen wir es nochmal. Jetzt weiß ich ja, dass ich Herzen ausweichen muss. Aber das mit dem Ducken verstehe ich nicht ganz, weil L drücken funktioniert gar nicht. Ich muss irgendwie lenken, anstatt L drücken. Hat er vielleicht linker Stick gesagt? Genau, duck with the... Nicht die L-Taste, der linke Stick. Na dann. Okay, jetzt hier. Perfektes Training. Kein einziger Fehler. Flawless Victory. Der Kerl wirft Hanteln nach uns. Was ist eigentlich mit dem los? Aber gut. Huah! Und er wirft sie so langsam. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Oh, come on! Jetzt habe ich die letzte Superhantel getroffen. Aber es hat gereicht.
Gute Arbeit. Ui, okay, cool. Das war unser Workout für heute. Ah, das gleiche Poster hing in der alten Halle auch. Der alten Trainingshalle. Was man hier nur in der Spiegelung sieht. Moment mal. Warum haben wir kein Spiegelbild, fällt mir gerade auf. Unser Trainer auch nicht. Dafür hat dann die Rechenleistung der Wii doch nicht gereicht anscheinend. So ist das eben. Ich dachte, die neuen Spieler haben jetzt alle Raytracing-Updates bekommen. Habe ich Switch gesagt? Wii meinte ich. Ich glaube, ich habe das gesagt, oder? Naomi's Lamp. Hm. Yeah, Laserschwert-Upgrades. Ja. What's up, Otaku? Irgendwie ist das witzig. Ist euch das aufgefallen? Die Stadt ist zu einem Menü geworden. Die Stadt, in der man sich im ersten Teil frei bewegen durfte. Und jetzt ist die Stadt ein Menü und die ganzen Orte, die im ersten Teil Menüs waren, sind jetzt Orte geworden, in denen man sich frei bewegen kann. Voll... What? Verkehrte Welt. Eine neue Waffe für 50.000. Die können wir sowas von leisten, dass ich die kaufe. Du bist viel süßer, wenn du Geld hast. Na dann. R während des Kampfes drücken, um in verschiedene Waffen zu wechseln. Okay. Wo ist denn hier der Ausgang? Da ist der Ausgang. Dafür ist die Laufanimation noch seltsamer geworden als im ersten. So, dann können wir noch zum Airport. Airport 51. Was ist denn Airport 51? What's up? Ah, der Klamottenladen. Travis effing Touchdown. Schauen wir mal. Oh, so ein Panda. So ein Panda mit einem Glamrock-Sternauge ist schon cool. Merke ich mir. Ich glaube, bei den T-Shirts ist eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo ich mir wünschen würde, dass ein Spiel eine höhere Auflösung hat. Normalerweise ist mir sowas wirklich immer wurscht. Aber gerade bei den detaillierten T-Shirts denke ich mir so, ah, das wäre so schön, wenn das hochauflösender wäre. Ah, das ist eher so die erste Teiljacke, die man hier kaufen kann. Oldschool, genau. Ja, darf man mal die neue behalten. Und die Oldschool-Hose, die aber nur leicht ihre Farbe verändert. Oldschool-Sonnenbrillen, wirklich? Wirklich? Okay, man kann hier quasi sein altes Outfit zusammen kaufen, aber das habe ich jetzt nicht vor. Das Geld sparen wir lieber. Peace, Bro. Interessanter Soundtrack, der bei dem läuft. Heirate, wie geht's? Hallo. Jetzt gehe ich nochmal ins Hotel, weil jetzt können wir endlich unsere Katze füttern. Das hat sie sich nämlich verdient. Längst überfällig. Mit Premium $1000, 1000 Land Squid Bird Rider Dollar Essen. Ja, und sie ist wieder glücklich. All done. Puh, that was close. That was close, das stimmt. Beinahe wäre die Katze hungrig geblieben oder so. Hört man sie ganz leise schnurren. Oder? Ich bild mir das nicht ein, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Es war sehr leise. Ich weiß gar nicht, ob man es im Video gehört hat. Doch, 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 die schnurrt. Na, bin mir nicht sicher. Kann man die Musik ausmachen? Naja, gehen wir.
auf zu unserer ersten echten Mission. Burger Suplex. You mean your best friend? The shopkeeper? Sylvia, I want to make a deal. I'll conquer the rankings, fight whoever it takes. And in return, you find me the assholes who killed Bishop. Calm down. You shouldn't make this personal. It is the quickest way to lose a battle. This isn't a battle anymore. It's a motherfucking war. Fine. It makes no difference, really. The mastermind behind Bishop's death is the owner of Pizza Bat. This building? Most of this city? He is the head of the corporation that runs it all. Jasper Bat Jr. And as fate would have it, he is also the number one assassin. You better not be lying. It is a fact. The object of your revenge is waiting at the top of the ranks. Wonderfully convenient, don't you think? Sure is. There's a new hotel on the beach. The 50th ranked assassin is waiting for you there. By the way, Bat Jr. owns that hotel, too. He really is everywhere, huh? Better hurry. There are 50 other fighters trying to kill him. You have no time to waste. Just sit back, Sylvia. And watch the hell I'm gonna raise. Okay. Jetzt kommt wieder so eine komische He was the leader of a religious cult, taking advantage of people's sorrows. He used his music to lure followers. He spoke of a grand faith, but his words were hollow. It was all to satisfy his own goal. He'd only found success because of strong financial support from the Linda, new mafia, who used his pulpit to gain support for their own agenda. Many believed he was just a tool of an up-and-coming gangster. But the real goal that drove him? That's a secret. Okay. Ratte, ich habe gestern noch mit Fee angefangen. Kurz. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe mal reingespielt und das wirkt echt wie ein sehr nettes, cooles, charmantes Spiel. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich das morgen wahrscheinlich vielleicht weiterspielen kann. Wie fandest du Sea of Solitude? Das hast du auch ziemlich weit gespielt, habe ich gesehen. Das fand ich nämlich auch echt cool. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Okay, Ranking Battle. Destroy Resort. Los geht's. Ciao. Okay, ZR while locked on. Ach so, um Ziel zu wechseln. Ja klar, okay. The tiger on the bottom screen, ecstasy gong. Your gong will increase each time you attack an enemy. Will decrease each time you get hit by an enemy. Red tiger. Lash combo longer, activate speed slash attack mode pressing minus. Okay. Bring it on. Bring it on. Es ist so weird, wir sind so schnell!
Kill everyone. Okay. Das Kampfsystem ist schon viel flüssiger als im ersten irgendwie. Nicht mehr so steif, nicht mehr so statisch. Ich mochte das erste. Ich mochte, dass es ein bisschen langsam und statisch ist. Aber das fühlt sich schon in der Tat schneller an. Hä? Was ist das? Warum kann ich das nicht nehmen? Ach so, manche Sachen sammelt man scheint nicht auf, sondern läuft nur drüber und die bleiben. Na dann. Von mir aus. Mit Vieh machst du nichts falsch. Ich mag solche entspannten Spiele gern. Ja, ich mag das eben. Ich mochte das auch. Diese Idee, dass man quasi mit den anderen Tieren auf einer Frequenz singt und so weiter, das ist irgendwie cool gemacht. Das hat mir echt gefallen. Schön. Journey habe ich auch gespielt. The Last Tree nicht, aber das habe ich mir mal angeguckt. Das wollte ich fast. Nee, ich auch nicht. Das mit dem Möwen. Haben sie halt... heutzutage braucht man Collectible in seinem Spiel. Okay. Wo? Wo kann ich Evade rollen? Das habe ich gerade... Ja, genau. Okay. Hey, aber warte mal, kann ich nicht auf der R-Taste meine Waffen wechseln? Hieß es nicht so? Irgendwie nicht, oder? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo meine Controller-Belegung anschauen kann. Oder so. Ich befürchte irgendwie nicht. Naja, egal. Finden wir schon raus. Doorway Curtain. Aha, kann man jetzt seine Wohnung dekorieren oder mal gucken. Wo das hinführt noch. War da nicht noch einer? Ah ja. Mach doch einen Downstep-Finisher. Naja, egal. Dann machen wir halt diesen. Die nächste Ladung. Never bring a gun to a laser sword fight. Ich meine natürlich Beam-Katana-Fight. Oh, Hubschrauberzeit. Schon wieder. Ah, der bringt nur Verstärkung. Na, dann ist gut. Ich wollte nämlich hier noch die... An die Steuerung muss ich mich echt erst ein bisschen gewöhnen. Die ist schon ein bisschen anders. Aber gut.
Jetzt bin ich im Wonderland unterwegs, finde ich auch sehr nice. Das Alice-Spiel, Alice Madness Returns Dingens. Ich hab dieses Disney-Spiel aus dem Games Pass mal gespielt. Dieses Disney-Park-Spiel. Das ist bekloppt. Fand ich lustig, wie doof das ist. Das Spiel erinnert von der Art her an Killer 7. Das ist auch der gleiche Macher. Killer 7 ist quasi so ein inoffizieller Nachfolger quasi von No More Heroes. Oder Vorgänger? Na, ich weiß nicht genau. Der hat da einfach nur gemütlich an der Wand gelehnt. Warum greife ich denn eigentlich an? Was? Ich verstehe teilweise nicht, was ich da mache. Aber es ist cool irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen Knöpfchen drücken funktioniert echt ganz gut. Na, da komme ich schon rein noch. Jetzt muss ich aber fast nochmal den Gang schnell zurücklaufen. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Das Disneyland wollte ich auch mal laden. Kann man da doch den Originalpark laufen? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, die haben da den Park wirklich... Ich war nie in Disneyland, ich weiß es nicht. Aber ich schätze schon, dass die da den Park relativ originalgetreu nachgebaut haben. Weil sonst wäre es total doof. Und dann geht man halt quasi zu diesen Peter Pan und Mickey Mouse kostümierten Leuten und kann dann irgendwelche komischen Minispiele spielen, die immer daraus bestehen, dass man durch irgendwelche Abenteuerländer fliegt. Also, wenn es nicht so mittelmäßig wäre, wäre es sogar ganz nett, glaube ich. Aber es ist leider nicht sehr gut gemacht. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, echt durch Disneyland gehen. Das ist schon cool, das stimmt. Aber ich glaube, das ist schon eher was für sehr große Disney-Fans. Sehr große Disney-Fans. Warum haben wir kein Spiegelbild? Ich meine, warum machen die so detaillierte Spiegelungen von allem, wenn wir dann kein Spiegelbild haben? In dem speziellen Fall wären die doof, wenn die hier nicht einfach eine milchige Scheibe gemacht hätten, weil das sieht auf beiden Seiten sowieso gleich aus. Müsste man die Räume nicht künstlich spiegeln. Das kann ich leider nicht. Ah, ich würde jetzt so gern irgendwie mit dem Schwert gegen die Wand hauen. Aber der Soundtrack vom zweiten Teil ist super. Ich fand ja den vom ersten Teil, weiß ich, schon echt gut. Aber der Soundtrack von No More Heroes 2 gefällt mir echt gut. This must be karma. Travis, touchdown. Touchdown. Spare me the mystic crap. I came here to fight. Voll Crusader, hallo und vielen, vielen Dank für die Bits. Das Spiel ist so abgefuckt. Das ist so viel abgefuckter als der erste Teil. Holy shit. Listen to me, your highness. These rankings mean nothing to me. Neither does my sect or the mob. My only true calling was to clash swords with you. That's why I joined this contest. I was starving for a worthy foe. Then you're in luck. Because I'm as worthy as it gets. And I've got a shit ton of anger to work out. That's what I like to hear. This is it. This is what I've been praying for.
I'm weary of this gilded world. All glitter, no soul. Save me from sorrow, crownless king. Thy sword and thy wrath will deliver me. You should go easy on that crazy punch. How about I just cut you a new one? We'll both do as divinity commands. Hallelujah. Music! Bless you! Na, der macht bis jetzt keinen sehr kompetenten Eindruck. Mal schauen, Runde 2. Okay, jetzt sind überall seine Gadgets. Muss ich kurz meine Waffe aufladen. Oh oh, der Blumentopf explodiert! Wow, wo ist er denn? Da hinten. Damn it. Komm schon, aufstehen. Ja, ich glaube, das war's schon, oder? Der erste war leicht und bekloppt. Wunderbar. Oh, ich muss noch was machen. Nathan Copeland dead. Copeland? Wahrscheinlich. So oder so ähnlich. Just 49 left. This is gonna take a while. You were spectacular. Better hurry. Like you said, I don't want anybody getting to that bat bastard first. Look at you, Travis. Violence is the only way you can express yourself, no? Oh, I'm in the zone, baby. Nothing's gonna hold me back. Good. I'll arrange the next fight. It's going to blow your mind. Can't fucking wait. Yeah! Der zweite ist so viel besser als der erste. Ich, also mal schauen, ob das auch so bleibt. Aber ich habe das auch so in Erinnerung und ich glaube auch wirklich, dass der auch besser wahrgenommen wurde insgesamt von Spielern und Presse. Wirklich so das unnötige, nervige entschlackt und ganz viel cooles, abgedrehtes Zeugs. Rein. Mehr Bosse, mehr Retro-Spiele, mehr crazy shit. Travis, it's me. Who am I killing? You'll see. It's definitely going to be unusual. Come to my office. I have forwarded the directions to your map. I'm busy, so hurry up. Gotcha.